Möglichst lautlos und unsichtbar. Kampfschwimmer, spezialisierte Einsatzkräfte der Marine. Mit mehr als 40 Stundenkilometer teilt das Schlauchboot die Wellen der Ostsee. Absetzgeschwindigkeit für die Kampfschwimmer. Begonnen hatte es weniger rasant. Ein Kampfschwimmertrupp besteigt das sogenannte Ribble. Ein Rigid Hull Inflatable Boat oder zu Deutsch ein Festtrumpf-Schlauchboot. Wichtig für den heutigen Tag. Ja, heute haben wir vor, die Geschichte Anlandeverfahren zu trainieren in einem Kampfschwimmertrupp. Der besteht diesmal aus 8 Mann. Dazu die 2 gehörigen Verbringungselemente, unsere RIPs, unsere Kampfboote. Dieses Trainingselement wird ständig trainiert, weil es eigentlich eine sehr brisante Geschichte ist, die uns sehr viel Zeit in Anspruch, für uns in Anspruch nimmt. Und das bedeutet natürlich uns gerade intensiv, dieses Szenario zu trainieren. Also raus auf die Ostsee. Geschwindigkeit knapp 40 Knoten, ca. 64 km/h. Das RIP ist nur ein Transportmittel der Kampfschwimmer. Genauso können die Marinesoldaten aus einem U-Boot austauchen oder ihr Ziel per Fallschirm aus der Luft erreichen. Der Auftrag bestimmt das Verbringungsmittel. Bevor allerdings der Kampfschwimmertrupp irgendwo an Land geht, machen sich 2 Erkunder, sogenannte Scouts, auf den Weg. Je nach Wetter und Sicht erreichen sie das Ufer schwimmend. Wenn ich ins Wasser gehe, achte ich erstmal darauf, dass mein Material zusammenbleibt, dass ich nichts verliere, dass das alles dicht ist. Zum Beispiel zum Wasser gehen und aus dem Wasser gehen, durch langsam, dass wir keinen Lärm machen, dass wir den Bereich vorher noch aufklären. Ja. Mit kompletter Ausrüstung geht's ins Wasser. Ab jetzt zählt nur noch Muskelkraft. Die beiden Spezialisten sind die ersten, die ihre Füße auf feindliches Gebiet setzen. Im Idealfall natürlich bei Nacht und Nebel, nicht bei Bilderbuchwetter. Das könnten wir dann aber mit der Kamera nicht erkennen. Während der Rest des Trupps in sicherer Entfernung wartet, klären die Scouts die Lage vor Ort. Frühzeitige Aufklärung durch den Feind würde den Auftrag zunichte machen. Hier Charlie 4, Area klar, klar zur Anlandung, kommen. Die Kampfgemeinschaft trainiert zusammen und wird auch gemeinsam im Ernstfall eingesetzt. Dabei hat jeder sein Spezialgebiet, abhängig von den einzelnen Stärken. Scoutschwimmer sollten beispielsweise ein besonderes Orientierungsvermögen haben und sich blind verstehen. Nach dem Anlanden würde für die Kampfschwimmer jetzt die eigentliche Operation beginnen. Zum Beispiel ein Objekt aufklären und dagegen agieren. Doch heute stehen nur die Anlandeverfahren auf dem Trainingsplan. Ja, das Fazit bisher ist eigentlich, gut ist man nie wirklich. Das ist reibungslos läuft. Es gibt immer hier einen und da einen Punkt, wo man sagen kann, da müssen wir dran arbeiten, das wird besser werden. Ja, noch taktischer, gerade in Zusammenarbeit mit anderen Elementen, wie zum Beispiel den Booten. Ja, und auch gerade mit den Trupps, die voneinander schon getrennt sind, das Zusammenspiel weiterhin vertiefen. Nächster Ausbildungsabschnitt. Wieder stehen die Schlauchboote im Vordergrund, allerdings diesmal mit deutlich höherer Geschwindigkeit. Ja, der Plan ist folgendermaßen, dass wir jetzt in Verbindung mit dem RIP 4 Kampfschwimmer in einem schnellen Absetzverfahren absetzen, die dann gleichzeitig einen Taucheinsatz durchführen werden. Und schnell heißt schnell. Bei mehr als 40 km/h setzen die Kampfschwimmer ab in die Ostsee. Die Schwierigkeit liegt eigentlich daran, dass beide Schwimmer oder beide Kampfschwimmer gleichzeitig abgesetzt werden auf das Signal des Absetzers in den Hecksee des Bootes. Mehrfach wird das Verfahren geübt. Die Kampfschwimmer beherrschen das Absetzen wie im Schlaf. Unterhalb der Wasseroberfläche sammeln sich die Soldaten und machen sich auf den Weg zum Auftragsziel. Ab jetzt sind sie auf sich allein gestellt. Alles, was sie für den Auftrag brauchen, haben sie dabei. In einer maximalen Tiefe von 7 Meter tauchen sie jetzt Richtung Strand mittels Kompass. Luft bekommen sie dabei durch das sogenannte LAR5, einem geschlossenen Kreislaufgerät, das fast keine Blasen abgibt. Es versorgt die Lungen der Kampfschwimmer mit einem Sauerstoffgemisch. Völlig lautlos und unerwartet tauchen die Kampfschwimmer im Uferbereich auf. Die Bewegungen trainieren sie immer wieder. Das ist ihre Lebensversicherung. Aber auch beim Tauchen gibt es wichtige Punkte zu beachten. Das Schwierige daran,
ist die Koordination unter Wasser zu halten, die Balance, die gleiche Geschwindigkeit, sodass jeder mitkommt und dass man sich dem Robbenführer anpasst. Feierabend für heute. Der Ausbildungsleiter ist im Großen und Ganzen zufrieden mit den Ergebnissen. Ja, das Übungsvorhaben war das eigentlich für heute erfüllt. Ja, das Ziel, was wir uns gesteckt haben, war die saubere Anlandung in beiden Elementen. Einmal die Landkomponente, jetzt die Wasserkomponente mal im Anschluss. Und das war eigentlich eine runde Sache heute. Kampfschwimmer sind von Natur aus Perfektionisten, denn im Einsatz sind sie auf sich allein gestellt. Halbe Sachen oder Ausprobieren gefährden die Soldaten und vor allem ihren Auftrag.